Hallo zusammen, ich habe hier zwei Kühlboxen fürs Auto. Das eine ist die unsere Y16P. Der Preis ist jetzt nur noch gültig bis Ende Monat in Deutschland. In Schweiz bleibt ihr. Wir gehen in Deutschland hoch wegen der Weichwährung Euro. Habe ich ein Video gemacht. Und hier habe ich eine thermoelektrische Kühlbox. Ist ein bisschen breiter. Aber diese thermoelektrische Kühlbox, die wurde auch hier noch mit Filz verkleidet und top und elegant und so weiter. Aber das Ding kühlt nicht. Das ist eine thermoelektrische Kühlbox, also ein thermoelektrisches Kühlsystem. Bei dieser Kühlbox hier, da sitzt ein Kompressor drin, der sitzt hier quer so drin. Und das ist ein Kompressor-Kühlsystem, wie wir es kennen von zu Hause. Und das Teil kühlt, das geht runter bis im Tiefkühlbereich, ist aber nur eine Kühlbox, das sind andere Themen rechtlich. Weil ihr könnt nicht eine Kühlbox, die als Kühlbox zertifiziert ist, rechtlich als Tiefkühlbox einsetzen. Ihr müsst immer lesen, was das Ding ist. Zum Beispiel das Teil hier, das wird angeboten als Kellerfach. Plus 18 Grad. Aber habt ihr schon mal ein Bier gesoffen mit 18 Grad? Bäh. Lieber Wasser. Oder Tee, wenn man krank ist. Das hier ist das Kühlsystem von dieser thermoelektrischen Kühlbox. Also das heißt, wenn man hier Strom durchlaufen lässt, wird die Wärme von der einen Seite auf die andere Seite transportiert und das Kältemittel ist hier Gleichstrom. Es funktioniert, das ist kein Thema. Diese Box hier, die braucht rund 20 Mal mehr Strom wie diese Kühlbox. Also das heißt, wenn ihr diese Kühlbox an einer Autobatterie laufen lässt, dann geht das, ich sag mal, 100 Stunden und hier 20 mal weniger, also nach 5 Stunden müsst ihr schon eine gute Batterie haben, zieht euch das Teil die Autobatterie leer oder die Fahrzeugbatterie. Ja, aber immer wieder kommen Leute und sagen, sie hätten so eine teure Kühlbox gekauft, die kostet richtig Knete. Und was schlimm ist, diese Kühlbox hat nicht mal einen Griff dran. Weil diese thermoelektrischen Kühlboxen sollten eigentlich alle einen Griff dran haben, dass man sie halten kann. Also man kann schon so, hat einen Haken, zum Halten und Wegschmeißen. Weil mehr ist diese Box nicht wert. Klar, wenn man jetzt den Inhalt vergleicht zwischen dieser Box und dieser Box. Hier sitzt der Kompressor drin und hier habe ich natürlich keinen Kompressor. Durch das habe ich natürlich auch hier mehr Volumen. Aber jemand hat die Box noch gespritzt, schwarz, ist zwar schlecht gearbeitet, aber sie kühlt nicht besser. Aber kauft euch so ein Ding, Punkt, irgendwo, gibt es ab 30 Euro beim beim Sperrmüll gibt sie, glaube ich, für günstiger, aber da gehört sie auch richtigerweise hin. Und es gibt mir dann Leute, die kommen, ja, so eine Kühlbox kühlt nicht. So eine Kühlbox kann ja auch nicht kühlen, weil ihre persönliche Erfahrung ist, dass diese Kühlbox geht nicht. Ich habe hier noch eine, so eine thermoelektrische Kühlbox. Auch diese, da ist sogar der Griff kaputt, dass man sie nicht wegschmeißen kann. Das ist auch so ein Teil. Das hat auch so thermoelektrische Teile drin. Die gibt es bei 50, mit 50 Euro beim Aldi oder sonst irgendwo. Also nichts gegen Aldi, das ist okay. Aber die Kühlbox ist einfach scheiße. Aber kein Geld. Es kühlt nicht. Also bei uns in der Werkstatt, da muss ich euch zeigen, da haben wir auch so Kühlboxen. Gehen wir bei uns in die Werkstatt. Bei uns in der Werkstatt, da sieht es momentan aus wie ein Chaos, ist Hochsommer. Und hier unten steht eine Kühlbox. Das ist auch so eine mit Griff dran. Wir brauchen die als Abfalleimer. Also bevor ihr euch so eine Kühlbox kauft, mit dem Deckel drauf, oder so eine Kühlbox mit dem Deckel drauf, und euch ist so eine Kühlbox zu teuer, dann kauft ihr euch eine Styroporkiste oder
schustert euch mit Klebeband eine Styroporkiste zusammen, schmeißt ein paar Eiswürfel rein oder kauft euch irgendwie Wasser und schmeißt das zuerst in den Tiefkühler. Dann habt ihr mehr Leistung, ihr habt kalte Getränke, klar, nur eine gewisse Zeit. Aber lasst die Finger von solchen thermoelektrischen Kühlboxen, es macht nur die Leute verrückt. Ich sag's einmal, wie wenn ihr einen Akkuschrauber kauft. Wenn ich einen Akkuschrauber kaufe, der Geld kostet, gut, dann tut's mal weh. Aber nachher habe ich für die nächsten 15 Jahre einen Akkuschrauber, der funktioniert. Habe ich jedes Mal Freude dran, wenn ich den in die Finger nehme. Aber wenn ich mir so ein Billigteil kaufe, dann rege ich mich 10 Jahre auf darüber. Oder lasst es einfach bleiben mit dem Akkuschrauber. Und ich wünsche euch, hier verlinke ich euch einen Beschrieb von dieser Box, was man da alles reinkriegt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.